Immer wieder mit Liebe gemacht, die Eierschnitzchen. Genau. Ja, jedes Jahr am Gründonnerstag treffen sich die Taucherinnen und Taucher und unsere Freunde der Stadt hier auf der Festwiese zum traditionellen Osterfeuer. Es ist das erste Mal in dieser Form, dass nach dem Winter die Taucherinnen und Taucher zusammenkommen, um sich zu treffen, um zu quatschen, um das Osterfest einzuläuten. Und gleich, wenn das Feuer lodert, dann werden auch die Kinderherzen höher schlagen. Ich glaube, als erstes müssen wir rückblickend erstmal sagen, was ist in dem Jahr überhaupt passiert. Letztes Jahr zum Osterfeuer standen wir hier zu zweit und haben das erste Mal quasi als Kinderabteilung eine Osterbastelaktion gestartet. Richtig. Und dann haben wir das ganze Jahr lang über durchgeführt mit kleinen Aktionen, vor allen Dingen großen Aktionen, auch das Herbstferienprogramm. Und dadurch konnten wir tatsächlich 12 neue Mitglieder für unseren Verein gewinnen, was sehr, sehr schön ist. Und wir haben alle gemeinsam beim Abendessen zusammengesessen und haben uns überlegt, was können wir für Generationen machen? Wie können wir die Generationen hier in Taucher verbinden? Und da kam uns die Aktion im Kopf zum Thema Osterkarten. Und die schlug ein wie eine Bombe. Eine ganz, ganz tolle Idee war das gewesen. Und da haben wir gesagt, komm, das müssen wir aufgreifen. Das ist genau dieser Nerv, den wir hier in Taucher treffen wollen. Und Susi hat das ganz toll herausgearbeitet. Wir haben dann Schulen, Kitas und Vereine vorneweg angeschrieben und haben um Mithilfe gebeten, haben im Stadtanzeiger eine Anzeige veröffentlicht und wir haben so viel Zuspruch bekommen, dass wir zunächst eigentlich nur die Pflegeheime in Taucher bedenken wollten. Mittlerweile ist es so, dass wir dann so viele Karten hatten, dass wir auch die mobilen Pflegedienste angesprochen haben, dass wir auch die Senioren zu Hause erreichen, gerade die, die nicht am Osterfeuer teilnehmen können, dass wir denen eine kleine Freude machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Ich denke, das wird uns, also die Karten, die wir bis jetzt gesehen haben, die sind grandios geworden. Das steckt so viel Liebe und so viel Arbeit dahinter. Also die Kinder haben sich ganz, ganz tolle Sachen überlegt. Auch die Erzieher, die dahinter mit standen und das Projekt in den Schulen und Kitas vorangetrieben haben, die haben es grandios umgesetzt. Und ich denke, da können wir echt total stolz auf alle sein. Das haben sie super gemacht. Stolz sein können wir vor allen Dingen auf euch alle, weil letztendlich sind wir die Organisatoren, aber gebastelt haben die Lehrer, die Schüler, die Kinder, die Erzieher, auch Eltern. In den Vereinen, die ganzen Privatpersonen haben gebastelt, was einfach wunderschön ist. Und meine Tochter hat mich gefragt, Mama, ich verstehe nicht, warum kommt der Osterhase nicht zu den alten Leuten, wenn die alleine sind? Doch, durch euch kommt der Osterhase auch zu den alten Leuten, weil wir können ihnen eine Freude machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wunderbar. Habt ihr schon eine Reaktion von den Empfängern dieser herrlichen Karten? Wir haben schon tatsächlich viele, viele Karten abgegeben vorneweg, gerade die mobilen Pflegedienste, damit die über Ostern quasi ihre Patienten auch quasi mit den Karten versorgen können. Und alle, die wir angetroffen haben, haben Daumen hoch gezeigt, waren wirklich begeistert, dass so eine Aktion hier gerade Taucher für Taucher zustande gekommen ist. Und ich denke, wir werden weiterhin auch in den Pflegeheimen eine positive Resonanz haben. Ja. Also heute dürfen unsere Kinder diese wunderschönen Osterohren bauen, damit sie auch quasi für den Osterhasen gewidmet sind und schöne Ohren zu Hause haben für Ostersonntag. Und wunderschöne Blumenvasen mit schönen Steinen, damit man auch die Blümchen schön zu Hause dekorieren kann. So, jetzt. Aber wenn wir jetzt das Jahr lächeln, dann sind wir verdächtig.